Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir haben, glaube ich, noch neun Spiele, brauchen noch einen Sieg für Gold 3 Minimalziel. Das hoffe ich jetzt auch zu schaffen. Den fehlenden Sieg quasi. Schauen wir mal. Ach ja, was ist denn eigentlich mit. Jetzt bin ich wieder, ne? Was ist denn eigentlich mit Benatia? Das ist so auffällig, dass Musacchio eigentlich so viel besser ist als Benatia, dass ich doch. Mit dem Gedanken spielen, mir mal einen anderen zu holen. Wir gucken mal, was die kosten. Also Koulibaly wäre jetzt zum Beispiel eine Option. Ich glaube, der soll ja nicht mehr so teuer sein. Hoffe ich zumindest. Und da hat mir ja schon als Leihspieler sehr gut gefallen. 8,6, 6.000. Es gibt welche mit 6.000. Einer hat schon Sentinel drauf, aber das brauche ich, glaube ich, bei ihm nicht. Defense und Physis. Wobei, er ist halt schon recht schnell, ne? Aber trotzdem, nee. Ich glaube, Anker passt am besten zu ihm. Ich glaube, Anker passt am besten. Moment mal, können wir nicht hier. Spielerdetails, genau. Antritt ist gar nicht mal so gut, aber geht. Kurzer Pass. Hat halt scheiß Passwerter. Das ist immer krass, aber die Defensive ist halt Wahnsinn. Ja, eigentlich braucht er fast noch nicht mal Anker. Er hat ja. Wie groß ist der? 1,95. Er braucht eigentlich keine Sprungkraft, er braucht keine Körperstärke und er braucht keine Aggressivität. Deswegen wäre Anker eigentlich total verschwendet bei ihm. Also eigentlich muss man ihm schon Shadow geben, damit er einen besseren Pace Boost bekommt. Und ja, doch. 6.000, was kostet er denn mit Shadow? Ich guck beides nach, ob es ihn mit Shadow oder mit Anker gibt. Es gibt. Ach so, ja, ich muss natürlich die 6.000 rausnehmen. 9,7 ist eigentlich ganz okay. 8 Verträge, schade. 9,7 ist okay. Ist halt die Frage, will ich das wirklich ausgeben? Aber ich glaube ja. Oh, mit Anker gibt es ihn super oft. 7,5. Ich glaube, da ist er auch richtig billig. Er hat ja ohne Dingens hat er ja. Oh, 6.000. Aber will ich ihn überhaupt mit Anker spielen? Aber 6.000 ist so billig. Oh, ich hätte nicht zögern sollen, weil im Nachhinein, ich kann ihn ja mit Gewinn verkaufen, wenn er 6.000 kostet mit Anker, weil ich bekomme ihn für mehr los auf jeden Fall. Scheiße. Oh, was mache ich denn jetzt? Kaufe ich ihn mir mit Shadow? Ich schaue nochmal nach, was das so kostet, also ob es irgendwie einen preiswerteren gibt als 6.000, weil es gab ja schon viele mit 6.000. Jetzt plötzlich gibt es welche für 5,8. Was? Zwei mit Anker für 5,8? What? Oh, halt's Maul, Mann! Jetzt habe ich drei Schnapper verpasst. Scheiße. Das ärgert mich. Hätte ich alle mit Gewinn verkaufen können, wahrscheinlich. Okay, wir schauen noch mal. Ich kaufe ihn jetzt einmal mit Shadow. Komm, ich will jetzt spielen. 9,7, wie gesagt, 5.000 ist ungefähr Shadow, 6.000 plus 5 sind schon bei 11.000, von daher. Das ist teuer, aber ich glaube, er lohnt sich, weil er hat sich schon so geil gespielt. Mit Basic Champions League Style. Ach so, toll, meine Transferliste ist mal wieder voll und, ach, ist egal. Das war auch falsch. Jetzt machen wir das Spiel nochmal. Jetzt gucken wir nochmal, was er kostet, weil der wird eh noch da sein. Ob es ihn nochmal preiswert gibt. So halt. Ist immer noch. Nee, das ist ein anderer. Ah, 5,8, okay. Es ist jetzt nicht wirklich sehr viel billiger. Wenn jetzt halt einer für 5.000. Oder wobei ich halt trotzdem. Na, ist egal. Meine Gedanken sind gerade sehr wirr, deswegen ich halte einfach die Klappe und kaufe mir den jetzt mit Shadow. Meine Gedanken sind gerade ultra wirr.
Oh, kauf einen Verteidiger war eine Aufgabe. War das jetzt eine Tagesaufgabe? Ja. Mir fällt gerade ein, ich hätte vielleicht mal gucken sollen, was ein Bonucci oder ähnliches kostet, weil es gibt ja noch bessere Spieler als den Koulibaly, auch wenn der Koulibaly sich halt Monster spielen lässt. Okay, Bonucci ist noch zu teuer. Dann braucht auch Chiellini nicht nachschauen. Wen gab es denn noch? Barzagli. Bra, bra, bar. 16.000, okay, da ist schon mal deutlich teurer. Was? Es gibt den nur so oft, oder? Ach so, ich habe noch Shadow drin. Na, da ist doch noch mal eine Ecke teurer. Und ich glaube halt auch, dass Koulibaly der ausgeglichenere Spieler ist. Also der hat insgesamt besser verteilte Werte. Und dann war noch Miranda. Aber ich glaube halt echt, dass Koulibaly von denen, die unter Bonucci sind, der interessanteste ist. Miranda ist auch ziemlich teuer. Ja, war doch. Und ich glaube, dann lohnt es erst mit Bonucci wieder weiterzumachen. Von daher war schon nicht schlimm, jetzt den gekauft zu haben. Aber trotzdem hätte ich vorher mal nachschauen können. So. Dann packen wir Koulibaly in die Innenverteidigung. Benatia verkaufe ich dann. Ach so, jetzt habe ich den Fehler gemacht und Benatia nicht direkt auf die Transferliste gepackt. Machen wir direkt mal hier, bevor ich es vergesse. Oh, ich freue mich auf Koulibaly. Der ging sowas von ab. Der ging sowas von ab. Und der soll auch besser als Musacho sein. Rechtsfuß, zwei Sterne auf den Schwachen. Rechtsfuß, drei, okay. Tja, dann schauen wir mal, wie sich Koulibaly so macht, aber. Ich denke, der wird sich sehr gut machen. Konzentration, Konzentration. Come on, ich will direkt dieses Spiel gewinnen, damit wir dann Bonusspiele haben, weil alles über Gold 3 ist Bonus. Oh, In vom Jesus, der ist super teuer, genau wie Loris im Tor und De Bruyne und Martial und Mkhitaryan, das ist ein sehr teures Team, was auf den ersten Blick gar nicht so teuer aussieht. Wenn man nur die Bewertungen der Spieler anguckt. So, konzentrieren, come on, El Nino. Schöner Seitenwechsel. Langsamer, ruhiger Aufbau bisher. What? Kein Abseits? Aber ein bisschen Glück. Das ist auch schon wieder scheiße mit Schatten und Sonne, weil die Sonne dann so grell ist. Das nervt, aber. Oh, das war knapp. Wir konzentrieren uns jetzt einfach nur aufs Spielerische. Scheiß auf die Sonne. Super riskanter Pass und auch kein guter Pass, aber ging nicht schief. Ich mache einen normalen Pass, er spielt einen Laufpass draus. Jesus hat wahrscheinlich keinen krassen Körper, so wie das gerade aussah. Ich weiß nicht, was er da mit der Verteidigung gemacht hat. Das war aber am Ende ganz merkwürdig von ihm verteidigt. Und dann kommt da der Torhüter raus und Gula macht das Ding halt einfach. Also das war ganz komisch gespielt von ihm am Ende.
Ich habe mir einen schönen Earl Grey gemacht, aber zu wenig Tee reingemacht. Das schmeckt das nicht so geil. Also halt zu wässrig, aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, noch mehr reinzumachen. Muss ich halt hier diesen nicht ganz so geilen Tee trinken. Schade. So, jetzt habe ich gar nicht nochmal richtig auf das Tor geachtet, weil ich über meinen Tee geredet habe. Mal gucken. Ich werde eh nicht dran denken, aber wenn ich dran denke, muss ich mir das Tor nochmal anschauen in der Wiederholung. Ja, da haben wir leider keinen Zugriff mehr bekommen. Hätte ich eher antizipieren müssen. El Shaarawy im Kopfballduell gewinnt das sogar. Khedira, definitiv bester Sechser bisher, den ich gespielt habe. Mit Abstand aber auch. So, Koulibaly mit seinen 1,95, da war er auch direkt. Das sieht auch richtig groß und böse aus. Sollte ja jetzt auch noch mehr Kopfballgefahr nach einer Ecke bringen. Auch wenn die sonst Musacchio immer macht mit 1,80. Komm, Khedira wieder, sehr gut. Spiele nur noch im Schatten. Da hat er merkwürdigerweise Icardi angespielt. Ich wollte eigentlich Philippe einspielen. Wieder mal Khedira. Mist. Was mir nicht so gefällt ist, wir haben echt wenig Torgefahr bisher ausgestrahlt, abgesehen halt von dem 1-0. Aber ich komme auch echt nicht so richtig mit dieser scheiß Sonne klar. Hätte vielleicht schon einen Tick eher abschließen müssen, aber das war mal wieder Torgefahr. Diese Grätsche macht mein Spieler von selbst, habe ich nicht gemacht, die da ins Leere ging. Gulam, komm, du hast schon ein Tor. Doppelpack. Da hatte ich kurz Angst. Icardi rennt erstmal weg, obwohl er überhaupt nicht schnell ist. Schade, vielleicht muss ich da auch wieder flach abschießen, aber gerade in der Drehung glaube ich halt, dass so normale Schüsse dann besser sind und der war eh komplett unplatziert, denn wenn ich den flach schieße, dann passiert wahrscheinlich auch nichts. So haben wir wenigstens noch die Ecke.
Wer vom eigenen Spieler gefoult, geil. So eigentlich 11 Meter, aber ja, das zählt es ja nicht. Ja, am Ende jetzt dann doch ein paar gefährliche Angriffe gehabt. 1-0 reicht wie immer nicht, aber die Führung ist absolut verdient. Jetzt konzentrieren wir uns und bringen diesen Sieg nach Hause, indem wir jetzt noch zwei Tore machen und dann 3-0 gewinnen. Ja, das war richtig blöd. Ich dachte halt, ich kann ihn da easily wegdribbeln, aber es war halt ein Fehler. Schön gemacht mit Lichtsteiner. Macht er gut. Ja, von da ein Tor schießen, dann am besten noch schlänzen, das ist nicht so einfach. Was, da war drin? Oh, da war drin. Scheiße, er hat es auch gut gespielt. Ah, oh, da war drin. Fuck. War abseits? Es war abseits. Och, geil, geil. Was ist denn das gerade für eine krasse Szene gewesen? Man denkt erst, er ist nicht drin. Dann ist er doch drin. Dann ist es aber abseits. Sehr geil. Und es war gut gespielt. Das war der beste Angriff von bisher von ihm. Und hätte fast ein... Also, ich tue mich natürlich immer schwer, beim Gegner zu sagen, es hätte ein Tor verdient gehabt. Aber es hätte ein Tor verdient gehabt. Leider. Das hat aber auch ein Tor verdient gehabt und es hat auch eins bekommen. Nice. Das ist natürlich jetzt bitter für den Gegner. Macht hier fast das 1-1 und dann kriegt er da im Gegensatz direkt den Ausgleich. Ja, da wurde Icardi natürlich auch sträflich allein gelassen. Also das ist natürlich auch katastrophal von seiner, ich gehe mal davon aus, TBU-Verteidigung ist daran schuld, verteidigt wurden. Oh, ich habe ja gar nicht auf die Defensiv gespielt. Machen wir jetzt mal. Hat er eigentlich auch gut gespielt, hätte eigentlich auch ein Tor verdient gehabt, von daher. Die 2-0-Führung ist zu hoch. Ich denke, die Führung geht immer noch in Ordnung, weil ich hatte ja auch noch ein paar gute Situationen. Aber mit zwei Toren Vorsprung ist es zu hoch, dürfte nur mit einem Tor führen. Aber jetzt konzentrieren, Klappe halten, weil jetzt dreht er ja gerade ein bisschen frei. Nicht, dass er jetzt hier wirklich den Ausgleich macht, den Anschlusstreffer. Toll gemacht von Koulibaly. Das hat er alleine gemacht, Koulibaly, dass er da so rausrückt aus der Viererkette und dann Scheiße baut. Oh, meine Spieler sind noch gar nicht so im Arsch, sehe ich gerade. El Shaarawy und Philippe Andersson. Aber ich werde jetzt trotzdem schon mal wechseln. Ich glaube, diesmal nehme ich mal... Nee, ich bin irgendwie gewöhnt an Alessandrini auf der linken Seite, deswegen lasse ich ihn da auch. Kein Foul, okay.
Wenn wir mal sogar über Gelb reden, taktisches Foul. Ganz schwacher Pass. Das zum Glück auch. Jetzt spielt er ein bisschen zu hastig. Das kommt mir natürlich entgegen. Oh, ich wollte eine Schusstäuschung machen. Alter, ist das lächerlich, wie meine Spieler nichts machen und ich nicht rankomme. Also, wie gesagt, es wäre auf jeden Fall mittlerweile unglaublich verdient, wenn er jetzt hier zumindest mal den Anschluss schießt. Aber ich hoffe, es passiert nicht mehr. Irgendwie den Faden verloren im Spiel, muss ich zugeben. Ich weiß nicht so richtig, wieso. Endlich mal wieder gut verteidigt. Das ist eigentlich rot. Na gut, rot. Nee, aber gelb. Gibt er doch rot. Krass. Das würde wahrscheinlich abbrechen, das Spiel. Ja. Mit kann ich leben. Why not? Tore Icardi und Gulam Vorlagen. Icardi, zwei Tore. Zwei Scorerpunkte. Das gucken wir nochmal ganz normal. Jetzt gucken wir nochmal ganz in Ruhe das erste Tor an. Hier, also was ist da gemacht mit seiner Verteidigung, falls er die selber gesteuert hat? Sehr merkwürdig. Ich glaube, so ein Tor habe ich noch nie gemacht mit einem Außenverteidiger, zumindest nicht in FIFA 18. Gold 3! Und jetzt haben wir noch 8 Spiele für Gold 2. Wir brauchen noch 2 Siege für Gold 2. Come on, baby, let it rain one time, please. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ach ja, Koulibaly hatte ja gar nicht mal so viel Fitness, ne? Aber es passt schon. So, Koulibaly ist da. Musacho bekommt natürlich einen Vertrag. Und ich glaube, ich kann ihn auch einen großen Vertrag geben. Er spielt so gut. Und der nächste. Boah, mich geht es so auf den Sack, dass dieser Tesofahrt ist. Fuck man, ich Vollidiot. Was wollte ich sagen? Ja, bis ich da mal auf Bonucci oder sowas zurückgreifen, dann Musacchio raushau. Also, ich weiß es natürlich noch nicht, ob Koulibaly jetzt wirklich sich besser spielen lässt als Musacchio, aber ich hoffe es ganz sehr. Und dann würde Musacchio rausfliegen. Aber ganz ehrlich, wenn ich merke, Koulibaly ist auch nicht so geil wie Musacchio, dann lasse ich auch Musacchio drin. Ist ja total FIFA 13 Style, wo in FIFA 13 oder was FIFA 12, FIFA 12 oder FIFA 13, da waren die besten deutschen, die beiden besten deutschen Innenverteidiger, Boateng mit 79 Bewertung insgesamt und Philippe, ach, wie hieß denn der? Das war so ein ganz schneller Verteidiger von der von Schalke, bei Schalke hat er gespielt. Es waren 76er. Philippe Santana, genau, Philippe Santana, 76er insgesamt Bewertung. Und der einfach nur schnell und groß war und Boateng halt mit 79 insgesamt in Bewertung. Und die beiden Innenverteidiger waren die besten in der Bundesliga. Also vom Spielerischen her, es gab natürlich Innenverteidiger, die eine deutlich bessere Bewertung hatten. Eine deutlich höhere. Aber wo sie, die sich halt einfach nicht so gut haben spielen lassen. Und der beste Stürmer in der Bundesliga war Arnautovic, glaube ich, auch 79er. Und natürlich gab es auch besser bewertetere Stürmer, aber er hat sich einfach am geilsten spielen lassen, hat so viele Tore gemacht. Ist glaube ich 1,96 groß. Hä? 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 Wieso kommt denn jetzt Pause?
Der Ball war nicht draußen. Es kommt immer nur Pause, wenn der Ball draußen ist. Wie geht das denn? Muss ich das verstehen? Oh, und Bender ist ein 87er? Ist jetzt der Boost an oder was? Wieso ist ein Bender ein 87er plötzlich? Das ist ja krass. Also ich gehe mal davon aus, dann ist der Boost jetzt an. Also anders kann ich das nicht erklären. Schade. Oh, ich habe leichte Lags. Ja, war da wohl ein bisschen in den Laufspiel und hat es nicht so richtig geschafft. Er macht direkt weiter. Was ist denn das jetzt? Merkwürdiger Anfang. Okay, haben wir Glück. Es fühlt sich gerade richtig scheiße an, dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob das hier Mikrolags sind oder so, aber es fühlt sich gerade kacke an. Ich meine, war eh abseits, aber es war erstmal trotzdem ein geiler Kopfball. Auch wenn er nicht rein wäre. Krass, dass die Flanke ankommt. Oh Gott. Oh Gott, ich glaube, von so weit hinten habe ich noch nie eine Ecke mir geschunden. Komm, Bernd, du hast doch gerade so einen geilen Kopfball. Danke. Was macht denn der für wilde Pässe? Vor allem, die lohnen sich doch gar nicht. Brandt hat wieder mal die Seite gewechselt mit Kramaric. Abseits. Ja, Mann. Macht es eigentlich ganz gut mit dem Verteidigen. Das hat er auch gut gemacht. Aber er macht halt immer diese krassen Pässe, diese krassen Fehlpässe in die Spitze. Och, da, Mann, Arangis, da hätte er so geil sich den Ball annehmen können. Schon wieder Pause gedrückt von ihm. Ich sehe den hier schon irgendwann abbrechen, aber ich brauche unbedingt ein 1-0, damit es als... Scheiße, ich wusste es! Ich wusste, dass das irgendwann abbricht!
Och Mann, da braucht halt ein 1-0, damit es als Sieg gewertet wird. Jetzt ist es halt nichts. Jetzt muss ich es nochmal machen. Fuck. Das ist ärgerlich. Och Mann, Mann, Mann. Und der Gegner war echt schlecht. Ach, ich spiele trotzdem nochmal Bundesliga, was soll's. Nee, das ist mir zu viel schwarz. Ich denke, das sieht besser aus. Oh, Dreierkette, 3-4-1-2. Basic Chemistry Style bei Immobile. Viele Spieler mit, super viele. Fast alle Spieler haben Basic Chemistry Style. Generell kein krasses Team. Teuerster Spieler von rechts der Stürmer Gomez. Der ist halt sehr schnell. Jetzt ganz in Ruhe konzentriert spielen. Der hat so viele Basic Chemistry Styles drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt der beste Spieler der Welt ist. Das müssen wir ausnutzen. Nimmt sich leider Zeit. Ist kein gutes Zeichen. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Och, genau in den Gegner reingedreht. Schade. Scheiße, das war ein Foul. Das war eigentlich ein Elfmeter. Aber ich habe den auch nicht gesteuert, also das macht leider dann Ginter von selbst. Aber zum Glück gab es halt keinen Elfmeter. Aber wie gesagt, es gibt so oft keine Elfmeter, die welche sind. Das ist krass. Aber mir ist natürlich lieber, also so rum, lieber ein Elfmeter zu wenig als zu viel. Aber es ärgert einen dann einfach immer sehr, wenn man selbst den bekommen müsste und dann bekommt man ihn nicht. Schwacher Abschluss war aber auch nicht. Aber auch nicht gut gezielt von mir. Stimmt, da hat er eine Dreierkette, fällt mir gerade ein. Muss mal aufpassen. Danke. Nicht schnell genug gedreht. War dumm, da den Ball zu verlieren. Richtig dumm. Getunnelt. War eigentlich ein recht leichter Pass, meiner Meinung nach. Das war halt ein ultra schwerer Pass. Aber können wir froh sein, dass es hier nicht 1-0 für den Gegner steht. Aber der Pass war halt sehr schwer und da kommt an. Nein, mache ich denn?
Ich habe nicht auf Schlenzen gedrückt. Come on, wir müssen noch besser verteidigen, also noch besser konzentrieren. Gut gemacht, Fährmann. Ist hoffentlich gelb. Macht's nicht schlecht mit seiner Dreierkette, weil er ziemlich dicht steht. Leider nicht mehr zum Schuss gekommen, aber immerhin noch die Ecke rausgeholt. Und die verdiente gelbe Karte. So, komm, jetzt konzentrieren. Schön gemacht mit Bender. Scheiße. Brand zu spät gesehen, auf den hätte ich passen können. Was? War meiner Meinung nach kein Foul. Ich habe eh keinen, der es kann. Oder ich kann es nicht, sagen wir mal so. Ich überlege gerade, mit wem ich aufs Tor schießen will. Ja, mit dem. Schöner Schuss, schade, dass er nicht reinging. Okay, ich streck mich nochmal ein bisschen, reck mich nochmal ein bisschen. Gegner könnte definitiv auch schon führen. Na, der gute Chancen. Deswegen. Nochmal zusammenreißen. Konzentrieren, come on. Hier ist auf jeden Fall was drin. In dem Spiel. Überleg gerade, ob ich mal auf Defensiv gehe, weil der doch sehr konterlastig spielt. Und der mir einen Tick zu oft durchgekommen ist. Schade. Noch ein bisschen Glück. Oh mein Gott, was für ein geiles Ding. Was für ein geiles Ding von Arangis. Ach du Scheiße, perfekt. Ich habe keine Ahnung, was er erzählt, aber das ist, denke ich, was Positives. Krasses Distanzschuss-Tor. Ich hätte nicht gedacht, dass er reingeht. Aber den knallt er da aber auch oben fast ins Eck rein. Schön in den Knick auf jeden Fall. Außennetz, das ist immer schwer zu halten. Ist immer sehr platziert. Dann gehen wir auch direkt mal auf der Defensiv. Schön gemacht mit Bender. Falsche Seite. Hätte einfach weiter durchziehen sollen.
Das war zu unplatziert geschossen, aber definitiv ist es keine verdiente Führung. Es müsste hier unentschieden stehen. Natürlich trotzdem gut gehalten. Gefährlicher Ball. Gut gemacht. Ich denke mal, da einen Ball einnehmen mit Kim ich, dann geht das in die Hose. Boah, ich dachte, ey, solche aus der Drehung gehen gerne mal rein. Aber ich muss jetzt unbedingt noch ein Tor machen. Dieses 1-0 ist nichts. Ich habe die Führung, ich brauche jetzt nicht noch ein Tor schießen, also ich brauche die Zeit nicht unbedingt. Deswegen, wenn er da irgendwelche Spielchen machen will, so von wegen, ich warte mal, bis du kommst. So von wegen, ich warte mal, bis du kommst, dann ja, kann er es alleine machen. Brandt hat keine Power mehr. Aber Brandt bleibt trotzdem dran, obwohl er keine Power mehr hat. Ja, mal ein bisschen Glück. Okay, jetzt haben wir echt viel Glück. Also. Okay, also sorry, aber das ist absolut unverdient. Ich glaube, er bricht es auch ab. Ach ne, ich habe ja Pause gedrückt, genau. Es ist absolut unverdient, diese 2-0-Führung. Das war jetzt ein komplettes Lackertor, also. Unentschieden, ich muss es sagen, unentschieden der Verdien. Von daher ist 2-0 viel zu hoch, aber ist halt so. Falls er nicht abbricht, ja, ich dachte mir schon, dass er jetzt abbricht. Das tiltet ihn wahrscheinlich ziemlich, dieses 2-0. Kann ich aber auch nachvollziehen. So, Tor Arangis und Werner. Vorlagen, einmal Kramaric. Brand, verdammt doch mal, Brand! Ich bin echt kurz davor, Zuber wieder reinzubringen, weil wenn Brand nicht zeigt, was soll ich machen? Wie viel Spiel haben wir denn jetzt bei ihm? 10 Spiele. Ich wollte gerade sagen, wir lassen mal 10 Spiele. Aber es sind ja schon 10. 0. 0. Er fühlt sich sexy an, aber er macht nichts. Das kann ja an den Laufwegen liegen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was mit Zuber abgeht. 28 Spiele. 9 Scorerpunkte. Also kann man sagen, in jedem dritten Spiel, also hätte eigentlich Brandt jetzt schon mal mindestens einen Scorerpunkt machen müssen, um genauso gut zu sein. Aber gut, da ist noch viel Varianz drin. Ich sag mal so, ich lass mal ihn noch 2 Spiele Zeit. Brandt, du hast das gehört, du hast noch 2 Spiele Zeit. Weil dann hat er nämlich 12 und da sollte er dann wenigstens mal einen Scorerpunkt gemacht haben. Dann hat er, wenn er bei 12 Spielen einen Scorerpunkt macht, dann macht er nur in jedem vierten Spiel einen. Ne? Das ist ja schon viel schlechter, deswegen. Aber er fühlt sich halt so geil an, deswegen gebe ich ihm, also wenn er nicht sich so geil anfühlen würde, hätte ich ihn auch schon lange gekickt, hätte ich ihm nicht so lange Chance gegeben, aber er fühlt sich so geil an, dass ich ihm halt einfach die Chance geben will. Ansonsten könnte man Brandt dann auch später als zweit, ich denke, als Einwechselspieler macht sich Brandt ultra gut. Fällt mir gerade so ein. Das wäre dann natürlich eine Idee, dass man ihn da als zweiten Wechselspieler nimmt, wenn dann irgendwann mal hier die, der Innenverteidiger für die, habe ich bisher echt wenig gemacht, aber mache ich dann vor allem, wenn ich in die Verlängerung muss, dass ich dann nochmal einen Innenverteidiger da reinpack, aber weil die Sechser haben meistens noch genügend Ausdauer für die zweite Hälfte von der regulären Spielzeit. So, bis zum nächsten Mal, euer Paxis, tschüss.